Chewbacca ist tot. Chewbacca. Wir haben The Force Be With You. Und Chewbacca, der Darsteller von 1944 geboren, 2019, ist halt verstorben. Tja, leider. Aber wir sterben alle. Es ist traurig, dass jetzt in Episode 9, wo alles so ein bisschen zu Ende geht, wieder einer weniger von den Helden, die da übrig geblieben sind. Ne? Morgen! So, der Darsteller von Chewbacca ist verstorben. Das bedeutet, dass so eine Figur jetzt einen anderen Wert hat, zum Beispiel. Aber der Darsteller von Chewbacca, der jetzt fast 40 Jahre dabei war und jetzt abgelöst wird von jemand anderem, den wir auf der sogenannten Celebration ja gesehen haben. Ne? Hallo! So, Chewbacca, eine tragende Figur im Star Wars, hat uns 40 Jahre begleitet und wird uns natürlich auch weiterhin begleiten. Der Darsteller, geboren 1944, verstorben 2019 und dann einen Tag vor Be With You. Möge die Macht mit euch sein. Ja, ist eine tragende Sache. Wir müssen aber leider alle gehen. Das ist leider so. Weil wir alle gehen müssen, ist es natürlich immer schwer, wenn man, ja, wenn man so 30 Jahre involviert war. Man erkennt, dass man nach so vielen Jahren doch diese Figuren näher an sich herangelassen hat und das gar nicht bemerkt. Man bemerkt es nicht. Man kauft sich so eine Figur, man stellt sich so eine Figur ins Regal und plötzlich sagt einer, du, der Darsteller, der ist heute verstorben. Ja, dann ist man in dem Moment ein bisschen traurig, wenn man sich verbunden fühlt. Wir Star Wars Fans fühlen uns halt verbunden und deswegen habe ich heute mal kurz diesen Videoclip gemacht in Gedenken von Chewbacca. Ja, das ist halt so. So, ich will worauf möchte ich hinaus? Wie gesagt, verstorben. Ich wünsche euch dennoch einen vierten guten und erinnern wir uns wirklich an ihn hier und ich freue mich dennoch, Ende des Jahres im Kino zu sein. Ich freue mich dennoch, einen Chewbacca zu sehen, auch wenn ein anderer Darsteller da drin steckt. Das wissen wir ja mittlerweile, brauchen wir uns auch nicht gar nicht drüber zu unterhalten. Es ist so, dass das so ist, dass da jemand drin steckt, ist klar. Es ist nochmal eine Märchenfigur und diese Märchenfigur wurde von jemandem getragen. Und dieser ist halt nicht mehr. Es kann sein, dass demnächst Darth Vader Darsteller, der hat auch sein Alter, man hört ja leider nichts von ihm, dieser Darth Vader Darsteller, der erste Darsteller, Episode 4, 5 und 6, der jetzt auch um die 80 oder fast schon 90 ist, wenn er auch geht, ist auch ein Darth Vader Darsteller nicht mehr da. Also wie gesagt, wir müssen leider alle gehen und dennoch, eine Hommage an Star Wars, eine Hommage an alle Schauspieler, die gehen, ja, sie gehen alle. Und es bleibt leider keiner. Aber das Schöne an der Geschichte ist, dass sie nicht vergessen werden. Sie werden nicht vergessen. Das ist wichtig.